Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Und heute geht es nicht in einem Tutorial oder um ein Let's Play, nein, heute geht es um Grand Theft Auto 5 bzw. GTA 5, das vor wenigen Tagen erschienen ist, offiziell für den PC. Endlich, ich habe eigentlich schon gedacht, ich habe echt keinen Bock mehr auf GTA 5, aber jetzt, als es für den PC rausgekommen ist, nach fast 2 Jahren Portierung. Das hat es doch ziemlich lang hingezogen, wie ich finde. Für das es auf dem PC entwickelt wird, ist es doch schon ein ganzer Haufen Zeit, wo da verstreicht. So, dann zum nächsten Schock können wir eigentlich auch schon sagen. Und zwar, als ich die Box gesehen habe, dachte ich so, ui, das ist natürlich eine Riesenbox. Ich dachte so, sind da viele Sachen drin? Nein, man hat sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVDs, die man einlegen darf nacheinander. Also das finde ich einfach in der heutigen Zeit, wo es Blu-rays gibt oder USB-Sticks, finde ich das ein bisschen sehr viel. 60 GB muss man auf der Festplatte frei haben. Das ist natürlich auch in der heutigen Zeit, denke ich mal, kein Problem. Da hat man ja PCs mit Terabyte-Platten und so. Und was ich auch noch interessant finde, ist dieses, ja, ich wollte eigentlich jetzt fast sagen Artbook, aber was einem mitgeliefert wird, ist eben GTA Online samt Key. Dann haben wir hier, leider Gottes könnt ihr das nicht sehen, weil ich keine Kamera habe, ansonsten würde ich das wirklich gerne zeigen. Hole deine 1 Million GTA-Dollar im Spiel. Ich muss einfach nur den Code eingeben von der PC-Version und dann wird das Ganze auch funktionieren. Finde ich sehr interessant. 500.000 GTA-Dollar für Grand Theft Auto Online und 500.000 für das Spiel. Und was ich natürlich auch noch habe hier ist, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass es mitgeliefert wird, eine Karte von Los Santos. Es ist natürlich richtig doof, dass ich jetzt hier keine Kamera habe, um es euch zu zeigen, aber die Karte, die ist wirklich riesig und da sieht man wirklich alles drauf und wo was ist und so, also das finde ich wirklich gut gemacht. So, machen wir das hier mal wieder zu. So. Ja, eben, in der heutigen Zeit von DVD, von Blu-ray und USB-Sticks ist es mir einfach nicht klar, wie so Rockstar Games das Ganze so kompliziert angeht und das Ganze nicht auf einer Blu-ray anbietet, beziehungsweise auf einem USB-Stick. Ich meine, gut, heutzutage hat auch nicht jeder ein Blu-ray-Laufwerk, muss ich dazu sagen. Viele haben immer noch ein DVD-Laufwerk, aber da hätte man ja wenigstens einen USB-Stick das Ganze machen können. Wäre, glaube ich, günstiger gekommen, als diese 7 DVDs immer wieder zu machen. Also das finde ich ein bisschen doof. Wovon ich auch kein wirklicher Freund bin, ist von diesen Day-One-Patches. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel kaufe, dann möchte ich nicht noch 1000 Updates installieren. Musste ich machen, 5 GB und Day One Patch, wo ich nur so dachte, ui, das ist natürlich schon, was für Fehlerkorrekturen waren da wohl drin, Wahnsinn. Und als ich dann es runtergeladen habe, bei mir ging es erstaunlicherweise sehr, sehr schnell. Ich habe Kollegen gehabt, die GTA 5 haben und bei denen hat das Ganze, ich glaube, 1-2 Tage gedauert, weil sie nur 30-40 Kilobyte runterladen konnten maximal. Und ich mit meiner 250.000 Anleitung, das ging eigentlich in 1-2 Minuten, war das Ganze unten bei mir. Plus, da kam noch ein Update von irgendwie 300 Megabyte, also da habe ich auch noch gedacht, okay, warum machen sie nicht einfach alles in 1 rein, aber okay. Wahrscheinlich kommen noch mehr Updates. Zur Steuerung der Fahrzeuge kann ich noch was kurz sagen. Ich bin sehr überrascht, wie gut sie die Fahrzeuge steuern lassen, weil ich habe ja die Konsolenversion mir mal auch angeschaut in diversen Videos und da ist es mir immer so vorgekommen, als würden die Fahrzeuge, egal welches Modell, wie ein Brett auf der Straße liegen. Das ist Gott sei Dank bei GTA 5 für die PC-Version nicht mehr der Fall. Also das habe ich wirklich, das fand ich wirklich richtig, richtig klasse. Und eben, man kann die Texturen verbessern, man kann so viel bei GTA 5 verbessern an der Texturqualität, weil viele ja sagen, ja, Konsole ist das einzig wahre. Nein, die Konsolenversion, die ist natürlich beschränkt von der Grafik her, weil da kann man nicht so viel machen, weil die Grafik ja beschränkt ist, sodass man die Hardware nicht mehr austauschen kann und so weiter und so fort. Bei der PC-Version sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, weil ich kann da Hardware austauschen wie wild. Und ich werde noch in dieses Video eine Beschreibung packen, welchen PC ich habe, damit ihr mal sehen könnt, das Ganze läuft bei mir wirklich sehr flüssig, GTA 5, hätte ich nicht gedacht.
Und was natürlich der eine oder andere jetzt auch noch interessieren wird, jetzt muss ich mal das Ganze mal ganz kurz hier auspacken wieder. Und zwar ist das ja die Systemvoraussetzung. Ja, ich weiß, es ist halt ein etwas improvisierteres Video als auch sonst. Normalerweise tue ich mich ja auch vorbereiten drauf, aber heute dachte ich mir einfach, komm, machst du mal dieses Video, um auch mal mit euch darüber mal zu diskutieren. Was haltet ihr von GTA 5? Findet ihr das Tolle? Findet ihr eher nah? Das lange Warten hat sich nicht gelohnt. Also Systemvoraussetzung für das minimalistische System. Windows 8.1 64-Bit, Windows 8 64-Bit, Windows 7 64-Bit mit Service Pack 1, selbstverständlich. Windows Vista mit Service Pack 2. Dann kommen wir zu den Grafikkarten, und zwar eine Nvidia 9800 mit 1 GB oder eine AMD Radeon HD 4870 mit 1 GB. DirectX 10 und DirectX 11 Unterstützung werden vorausgesetzt oder wären nicht schlecht. Zum Prozessor kann beim minimalistischen System ein Intel Core 2 Quad CPU 86600 mit 2,4 GHz, 4 CPUs oder ein AMD Phenom 9850 Quad-Core Prozessor. Hey, den habe ich sogar noch in meinem alten PC drin. Dann kommen wir zum Festplattenspeicher, eben 65 GB. Jetzt wollte ich gerade sagen 80 GB, nein, 65 GB. Und jetzt kommen wir zu den empfohlenen Systemwerten, für den, die es auch noch interessiert. Und zwar haben wir hier Windows 7, Windows 8 und so weiter und so fort. Dann zu den Prozessoren Intel Core i5 3470 mit 3,2 GHz, 4 CPUs natürlich. Oder ein AMD X8FX 8350. Mit 4 GHz, Arbeitsspeicher beträgt hier eben 8 GB, bei dem minimalistischen System, sorry, habe ich total vergessen, 4 GB. Ich habe hier 16 GB drin, also von daher habe ich noch Luft nach oben. Eben DirectX kompatibel 100% zu den Grafikkarten, eben eine Nvidia GeForce GTX 860 mit 2 GB Grafikspeicher oder eine AMD bzw. ATI Radeon HD 7870 mit 2 GB Grafikspeicher. Ich habe jetzt eine mit 3 GB Grafikspeicher. Wie gesagt, welche Grafikkarte und so CPU ich habe, dann findet ihr in der Videobeschreibung. Eben auch 65 GB Festplattenspeicher. Das wollte ich gerade sagen, 25, nein. 65 GB Festplattenspeicher auch. Und das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen, um dran spielen zu können, beziehungsweise die empfohlenen Werte. Ja, also mehr gibt es eigentlich auch da in diesem Packel jetzt nicht gerade viel zu sehen. Eben, dass man dem holt dann eine Million, dann die Karte und eben das kleine Benutzerhandbuch, wo du auch ein paar Notizen reinschreiben kannst. Finde ich doch sehr, sehr ordentlich. So, aber jetzt habe ich eigentlich genug geredet. Jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von GTA 5? Findet ihr GTA 5 toll? Findet ihr das super? Findet ihr das Beste, was es gibt? Oder findet ihr, das muss nicht wirklich sein. Es gibt viel, viel bessere Spiele oder Systeme. Oder lasst es mir einfach in den Kommentaren wissen, wie findet ihr GTA 5? Ich persönlich muss ganz kurz sagen, ich war im Kino, ich war im Kino bei GTA 5 und ich konnte nicht reinlaufen, sondern ich musste eine Taste drücken, da hat es kurz geladen, dann war ich im Kino, fand ich ein bisschen doof. Vielleicht kann der eine oder andere noch ein paar Sachen noch dazu schreiben, weil das fand ich bei GTA 4 wirklich besser gelöst. Du konntest reingehen und bumm warst du im Kino beziehungsweise im Theater dort. Aber ein Let's Play wird es noch kurz nicht geben von GTA 5 von meiner Seite aus, wegen Gamer und YouTube und so. Nicht, dass er von meinem Kanal gesperrt wird, das möchte ich nicht unbedingt. Ich kann euch vielleicht ein paar Szenen mal von GTA 5 zeigen, dann in einem der nächsten Videos. Aber wie gesagt, ihr müsst halt in den Kommentar schreiben, wollt ihr das Ganze sehen oder wollt ihr das nicht sehen? Und da werde ich euch noch so Sachen vielleicht zeigen, wie tut man sich im Online-Modus anmelden von GTA Online oder wo sind die Einstellungen, was kann man einstellen und so weiter und so fort. Jo, das war's in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und sorry, dass es so lange gedauert hat, bis endlich mal ein Video wieder kam von mir, fast 2 Wochen lang. Ich bemühe mich auf jeden Fall diesbezüglich auch davon, wieder mehrere Videos zu machen, dass die auf jeden Fall euch nicht langweilig wird. Also, das war's mit den Jungs und Mac-Hilfe. Ich bin hier jetzt raus. Tschüss!